Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Franz Kafka Video Game. Ich freue mich schon, dass es jetzt endlich weitergeht. Wir haben ja hier einfach mal gestoppt und ja, wir haben hier einen schönen, das ist ein Zeitungsartikel. Okay, hier ist unsere Reise gekennzeichnet. Wir sind ja in der letzten Folge mit diesem komischen Zeppelin-Dampfer nach Amerika unterwegs gewesen. Okay, und so nach einer Reihe seltsamer Vorkommnisse erreichte K. Amerika. Okay, wir sind dann wohl da. Ja, das ist ja... Okay, irgendwelche Pillenwerbungen. Okay, schön. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Ist gar nicht ein neuer Akt. Na gut, ich dachte letztes Mal. Irgendwo in Amerika. Okay, es geht hier langsam voran. Kann ich irgendwas machen? Nee, okay, wir müssen wohl warten. Gut, dann habe ich ja Zeit, mal kurz was zu erwähnen. Und zwar... Oh, oder auch nicht. Okay, das sieht ein bisschen eklig aus. Und bedrohliche Musik, oh Gott. Ah, okay, wir haben ein Rätsel. Okay, dann würde ich gerne erstmal was erwähnen. Und zwar habe ich das in den... Habe ich etwas hinzugefügt in den letzten Folgen. Und zwar am Ende jeder Folge wird jetzt angezeigt, gibt es so eine kleine Sprechblase irgendwo am Bildschirm am Schluss jeder Folge, wo dann drin steht, welche Parallelen ich so gefunden habe. Ich muss mal kurz, meine Maus ruckt hier irgendwie so komisch. Ja, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Moment. Ja, jedenfalls stehen da jetzt immer Parallelen drin, die ich gefunden habe. Ich habe ja, glaube ich, vorher noch gesagt, dass mir noch nicht so viel aufgefallen ist. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich einfach nochmal mir meine Bücher genommen. Ich habe zwei Bände, wo mehrere Erzählungen drin sind von Kafka. Und, Moment. Und die habe ich mir jetzt nochmal zur Hand genommen und ein bisschen drumherum geblättert, nochmal ein paar einzelne Erzählungen gelesen. Und da sind mir jetzt doch einige Parallelen noch aufgefallen im Nachhinein. Und die habe ich dann da halt festgehalten, auch in den Spielbeschreibungen unten stehen diese Parallelen nochmal drin. Immer so ganz kurz halt zum Beispiel bei dem Vogel, der Heizer auf dem Dampfer war in der letzten Folge. Da habe ich halt rausgefunden, dass es ja ein Kapitel gab tatsächlich, was der Heizer heißt, in dem Roman Amerika. Ziemlich bezeichnend hier für unser Spiel eigentlich. Und ja, das ist mir dann halt erst aufgefallen und sowas steht da jetzt halt drin. So eine kleine Parallelen für die, die es interessiert. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier eigentlich machen müssen. Wir haben hier schöne Bildschirme. Ich klicke einfach direkt mal das Auge weg. Vielleicht ausmachen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Warte mal. Das scheint... Oder müssen wir überall Augen reinmachen? Okay. Probieren wir einfach mal das Gesicht. Oder doch, ist ein Gesicht. Ist eine Brille. Probieren wir mal dieses komische Gesicht hier fertigzustellen. Das sieht aus wie ein Zombie. Oh Gott, ich will den gar nicht fertig kriegen. Okay, scheint richtig zu sein. Komm näher, Fremder. Ich weiß nicht, ob ich da näher kommen möchte. Sind wir nicht immer noch in... Wo sind wir eigentlich? Sind wir jetzt in einem Zug, in einem Auto? Wir waren ja in diesem Schiff. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wer ist denn das? Was machst du hier? Redet der jetzt mit dem oder mit uns? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir angesprochen sind. Ah, ich suche nach Kessler Corp. Das ist doch die Firma, wo wir hin müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre vergangen sind, seit mich diese mysteriöse Gesellschaft nach Amerika eingeladen hat. Das ist aber nicht... Das sind nicht wir, oder? Das ist nicht K. Nein. Aber ich erinnere mich genau daran, dass hier niemand auf mich gewartet hat. Und egal wie sehr ich es versuchte, ich konnte nicht zurück nach Hause. Schließlich habe ich mich entschieden, der Sache auf den Grund zu gehen. Und so hat mich meine Suche hierher gebracht. Oh je, der arme Mann. Da liegst du falsch. Ich kann dir nur die Richtung zeigen, aber den Weg musst du selbst finden. Aber ich habe bereits mein ganzes Leben hiermit verbracht. Dubitando ad veritatem pervenimus. Ah, schade, ich weiß jetzt leider nicht, was das heißt. Ah, das ist doof. Ich werde, falls das jetzt nicht sagt, schlage das nach und schreibe das dann unten in... Als Kommentar oder so hin. Das habe ich, glaube ich, bei der ersten Folge auch gemacht. Ja, er sagt es tatsächlich nicht. Ich werde es in die Kommentare schreiben.
das war's wieder. Ach nee, wir müssen nochmal. Okay, wir müssen nochmal ran. Kriegen wir den nochmal hin? Oh, guck mal, das sieht jetzt anders aus. No Signal. Wollen wir den No Signal-Dinger probieren? Komm, machen wir das mal. Ah, ein Pfeil. Okay. Kriegen wir hin. Okay, das hat schon gereicht. Gut. Ja, also ich muss sagen, mir ist auch aufgefallen, bei dem Spiel ist es irgendwie die ganzen Rätsel eher so ein Klick hin und her. Ich habe auch Game 2 geguckt, also ich gucke Game 2 und da haben die das lustigerweise auch erwähnt, dass es wirklich eher nicht so denklogisch nach, eher so klick dich durch. Und das stimmt tatsächlich so ein bisschen. Eine alte verlassene Mine. Ich brauche eine Karte, um den Weg in diesen Katakomben zu finden. Ah, das ist doch nicht K, oder? Das sind nicht wir. Nee. Unser Hund ist ja auch gar nicht dabei. Okay, also hier sind Katakomben. Oh je. Oh Gott, was ist das denn alles? Da habe ich ja gar keinen Plan. Oh je. F5, F4, oh Gott, das ist... Warte mal, wo sind wir denn? Hier ist gar kein... Hier bist du. Ich glaube, wir werden erstmal losgehen müssen. Ich sehe jetzt nicht wirklich, wo wir hier sein sollen auf dieser Karte. Moment, ich komme aus der Karte nicht mehr raus. Muss ich hier jetzt was machen? Ja, wie gesagt, ein reines Herumklicken so ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, wie ich aus der Karte komme. Hallo? Oh, okay. Okay, was ist das denn jetzt? Also hier ist, glaube ich, Start und hier ist Ende. Kann das sein? Jetzt ist nur die Frage, was soll da jetzt rein? Ich weiß ja nicht, wo Start ist. Ach du Scheiße. Ja, also im Notfall, wir können ja immer auf unser Notizblock gucken. Was ich natürlich eigentlich vermeiden möchte. Warte mal, ich kann nicht... Ja, ich kann es leider nicht wegschieben. Jetzt muss ich das hier so ein bisschen blöd handhaben, um mir das alles anzugucken. Ja. Ich, guck mal, hier... Nee, dann sind wir außerhalb. Das sieht doch eigentlich so aus. Guck mal. Anscheinend noch nicht so ganz. Aber das sieht hier gar nicht mal so schlecht aus auf der Seite. Oder doch nicht? Warte mal, wo hätten wir denn... Hier wäre sowas. Nee, da stimmt es hier wieder nicht. Also hier wäre eine Ecke... Hier auch. Hier? Das sieht doch eigentlich richtig aus, oder? Nee, es fehlt, ist immer irgendwas falsch noch. Okay, eine andere Ecke. Also ich versuche mich gerade hieran zu orientieren, an dieser Ecke, dass wir die hier irgendwie reingebastelt kriegen. Ups, da war gerade der Bildschirm immer schwarz. Aber scheint nicht so ganz zu funktionieren, weil ich mir das denke. Ist vielleicht auch ganz falsch. Vielleicht müssen wir das ganz anders machen. Nee, das kann auch nicht stimmen. Hier ist alles zu weit weg. Vielleicht sollten wir uns eher am Endpunkt irgendwie orientieren. Vielleicht hier irgendwie. Boah, das ist ja voll, weiß ich nicht. Ist irgendwie gar nicht meins hier gerade. Das ist... Nee, das ist ganz seltsam irgendwie. Okay, also zu weit nach rechts können wir auf keinen Fall. Zu weit nach links aber auch nicht. Das kann jetzt überall sein. Ja, und das ist so eine Art Rätsel, wo ich mir denke, das hätte man sich vielleicht auch sparen können. Ich weiß nicht. Kann man das Ding umdrehen? Nee, anscheinend nicht. Das können wir wirklich nur so rauflegen, wie es ist hier gerade. Wo haben wir denn mehrfach? Eigentlich kann es ja nur hier oben irgendwo sein, weil wir hier mehrfach diese geraden Linien überhaupt zur Verfügung haben. Oder müssen wir uns selber irgendwie was erschaffen? Oh Gott, ist das... Wahrscheinlich ist es falsch, wenn ich hier die Ecke versuche, an anderen Ecken anzulegen. Wahrscheinlich müssen wir uns selber einen Weg erschaffen. Wie ich das hier so ranhalte? Nee, ich dachte gerade hier vielleicht die Ecke irgendwie. Das kann nicht funktionieren. Aber das finde ich gerade überhaupt... Das ist gerade ein richtig blödes Rätsel einfach, finde ich. Also sowas macht mir keinen Spaß. Naja. Gut. Also ich weiß schon, dass wir versuchen müssen, hier vollständige Linien hinzukriegen, ne? Das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass es halt ein vollständiger Weg wird. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das hinkriegen sollen. Nee, ist immer irgendwas unterbrochen. Kann ja auch hier gar nicht funktionieren eigentlich.
Kann das rausgehen? Nee, das muss ja hier. Hä, das geht ja gar nicht. Warte mal. Wir gucken mal kurz. Also hier ist wahrscheinlich eigentlich egal. Das muss ja hier nur funktionieren. Und dann entweder da oben oder... Okay. Okay, ziehen wir das mal langsam auf. Wir müssen erstmal versuchen, hier irgendwie eine Verbindung hinzukriegen, dass wir noch da überhaupt kommen. Das wäre... Ah, nee. Nicht wirklich. So hoch können wir auch nicht. Das ist jetzt halt Freemail-Arbeit gerade. Da muss man jetzt wirklich ein bisschen basteln. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren mit dem komischen Ding da. Ja. Jetzt haben wir hier die Ecke. Funktioniert nicht. Das ist es nicht. Kriegen wir es hier irgendwie hin? Auch nicht. Hier unten. Wenn wir es jetzt hier anlegen, ist... Stimmt das hier wieder nicht? Nee. Hier kriegen wir auch keinen Bogen hin. Hm, hier, guck mal. Das sieht doch gut aus. Nee, ja, passt es hier wieder nicht. Also das kriegen wir hin, die ersten drei. Nur dann ist halt blöd. Mal woanders versuchen. Was ist denn hier? Hier sind keine Verbindungen. Hier kriegen wir es auch nicht rangebastelt. Das ist auch alles falsch. Hier irgendwo. Ich glaube, es ist einfach nicht so weit links. Ich glaube, wir müssen weiter nach rechts. Theoretisch. Na doch, hier müssen wir aber auch auf jeden Fall annehmen. Wir können es auch einfach mal von der anderen Seite aufriemeln. Können wir natürlich auch versuchen. Hier zum Beispiel. Wäre es hier, aber hier nicht. Okay, das ist nix. Mal das hier ran gebastelt. Irgendwo muss doch was funktionieren, Mensch. Das hier funktioniert überhaupt nicht. Da oben. Nee. Nee. Ja, jetzt ist echt doch die Frage. Kann man hier überhaupt anfangen? Hier? Nee, ist auch alles durchgezogen. Hier. Wahrscheinlich geht's. Nee, hier nach links wäre Quatsch, aber hier der Bogen wäre machbar. Ja, das kann eine ganze Weile dauern. Oh Gott. Das tut mir gerade mega leid, weil ich glaube, das ist jetzt halt als Let's Play einfach mal gerade mega langweilig. Also, für euch jetzt, die jetzt hier dabei zugucken müssen, nee, es klappt auch nicht. Hm. Hier ist auch keins davon. Nee, das funktioniert alles nicht, weil wir hier nicht rüberkommen. Aber noch viel weiter können wir dann auch nicht mehr rübergehen. K. Oh, Entschuldigung. Die K wird nicht funktionieren. Was ist, wenn wir hier lang irgendwie? Nee. Oh, das ist schon zu hoch. Wo kommen wir denn irgendwo nach links rüber? Irgendwie gar nicht so wirklich. Hier hätten wir nach links rüber. Oh, ist es das? Ja. Ah, wir haben es geschafft, glaube ich. Hallo? Ja? Und nun? Ich hab's geschafft. Na los. Ah. Gut, jetzt hatte ich schon Angst, dass es irgendwie nicht zählt oder abgekackt ist. Ja. Obgleich ich verzweifle, das Ziel meiner Reise hier zu finden. Aber ich kann nirgendwo sonst hingehen. Ja, das stimmt. Oh, das Spiel. Seht ihr das? Das lag gerade. Oh. Ah. Das ist doof. Aber das Gute ist, diese Folge ist sowieso vorbei. Von daher nicht so schlimm, wir können jetzt beenden. Weil irgendwie hat sich das, irgendwie passiert das öfter, wenn ich hier starte, dass es immer auf einmal so langsam wird. Ich weiß nicht, was los ist. Eigentlich ist im Hintergrund, passiert da nichts. Keine Ahnung. Aber wenn ich neu starte, ist es dann meist auch wieder gut. Also von daher kein Problem. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich gucke dann gleich mal wieder, ob ich Parallelen finde. Wie gesagt, den wird es hier ein Kästchen geben beim Abschied und da stehen Parallelen drin. Gut, wir haben jetzt nicht so viel gesehen. Ich glaube, da fiel mir jetzt nicht groß was auf. Also von daher, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß am Let's Play. Die Zahlen sind ganz schön eingebrochen, tatsächlich vom ersten, also von der, nach der zweiten Folge so, sind die Zahlen ziemlich wenig geworden. Ich hoffe, es haben trotzdem noch ein paar Leute Spaß. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob euch das Spiel gefällt oder nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!